Moin Leute! In diesem Video geht's um einen ziemlich wichtigen Teil einer Stadt, die Innenstadt. Wir schauen uns mal an, was da eigentlich genau ist und was da so abgeht. Auf geht's! Um zu checken, was genau eine Innenstadt ausmacht, müssen wir uns dafür erstmal zwei Dinge etwas genauer anschauen. Die Altstadt und die City. Die beiden Begriffe sind nämlich ziemlich eng mit der Innenstadt verknüpft. Fangen wir mal mit der Altstadt an. Das ist der älteste Teil der Stadt, der in vielen europäischen Städten schon im Mittelalter entstanden ist. Deswegen spricht man hier auch vom historischen Stadtkern. Hier haben wir dann häufig die größte Kirche der Stadt, einen Marktplatz und das alte Rathaus. Auch viele Fachwerkhäuser sind hier am Start. Allgemein ist die Altstadt ziemlich dicht bebaut und es gibt enge und gewundene Gassen. Das liegt daran, dass im Mittelalter das Ganze von einer Stadtmauer oder anderen Befestigungsanlagen umgeben war. Da war dann natürlich nicht so viel Platz. Die ganzen alten Gebäude und gewundenen Gassen führen dazu, dass die Altstadt von vielen Menschen als der schönste Teil der Stadt empfunden wird. Oft auch, weil hier viele historische Sehenswürdigkeiten am Start sind. Deswegen tummeln sich hier meistens viele Touristen. Und damit man beim Erkunden der Altstadt nicht ständig von Autos gestört wird, wurden die Straßen häufig in Fußgängerzonen umfunktioniert. Clever! Das soweit erstmal zur Altstadt. Kommen wir zum zweiten wichtigen Begriff, die City. Hier haben wir es mit dem Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Stadt zu tun. In Amerika spricht man dabei auch gerne vom Central Business District, kurz CBD. Es gibt also vor allem große Bürogebäude von Dienstleistungsunternehmen wie Banken oder Anwaltskanzleien. Andererseits gibt es ja aber auch dicht an dicht viele unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten. Oft haben wir dabei eine große Hauptgeschäftsstraße. Die Arbeitsplatzdichte ist insgesamt also ganz schön hoch. Dafür wohnen hier nicht so viele Menschen. Einerseits, weil die Mietpreise hier verdammt hoch sind, andererseits, weil viele Menschen einfach nicht so viel Bock auf den ganzen Lärm und Trubel in der City haben. Okay, soweit zur City. Aber aufgepasst, häufig lassen sich Altstadt und City gar nicht so klar voneinander trennen. Es kann zum Beispiel sein, dass Bürogebäude oder große Einkaufspassagen mitten in der Altstadt liegen. Da kann es natürlich auch Stress zwischen den Leuten geben, die die Altstadt wirtschaftlich nutzen wollen, und solchen, die die Altstadt lieber so erhalten wollen, wie sie ist. Dadurch, dass heutzutage aber im Zuge der Suburbanisierung oft Einkaufszentren außerhalb des Stadtzentrums gebaut werden, entlastet das die Altstadt ziemlich und die Denkmalpflege kann mehr in den Fokus rücken. Alles klar, jetzt wo wir wissen, was Altstadt und City bedeuten, können wir uns endlich mit der Innenstadt beschäftigen. Sorry, hat etwas gedauert. Dafür ist es jetzt ziemlich easy. Die Innenstadt ist nämlich meistens einfach die Altstadt und die City zusammen. Ja, das war's. Na gut, wenn man möchte, kann man auch noch die ersten angrenzenden Wohnviertel direkt um die Altstadt zur Innenstadt zählen. Es gibt nämlich nicht die eine klare Definition, was jetzt alles zur Innenstadt gehört. Fest steht aber, wir haben es mit dem zentralsten Bereich der Stadt zu tun. Deswegen spricht man auch häufig vom Stadtzentrum oder der Stadtmitte, wenn man die Innenstadt meint. Alles klar soweit? Nochmal zum Mitschreiben. Die Innenstadt ist der zentralste Bereich der Stadt, der vor allem aus der Altstadt und der City besteht. Die Altstadt ist dabei der älteste Teil der Stadt, mit vielen historischen Gebäuden, gewundenen Gassen und einer kompakten Struktur. Die City hingegen ist das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Stadt, mit vielen Dienstleistungsunternehmen des tertiären Sektors. Auch Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier ganz schön viele. Oft kann es sein, dass die Grenze zwischen City und Altstadt verschwimmt und die Altstadt eine große wirtschaftliche Bedeutung erhält. Zurzeit wird im Zuge der Suburbanisierung diese Bedeutung aber immer mehr abgeschwächt. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Du schreibst bald eine Klausur? Mit der Simple Club App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.